Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Xbox von Hämatom. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. X von Hämatom, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist eine Compilation der Band Hämatom. Wir haben hier eine Metallbox und als erstes werden wir wie immer mal die Folie abmachen. Einmal hier einschneiden. So, machen die Folie mal ab. So, der Albumtitel X hat eine Bedeutung, und zwar steht X natürlich einerseits für römisch 10 und es ist auf der anderen Seite auch ein Jubiläumsalbum, klar, denn die Band wurde 2004 gegründet und zum 10-jährigen Jubiläum im Jahr 2014 gab es dann diese Box mit dem Titel X. Ja, ob jetzt X oder römisch X für 10, je nachdem, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Wir haben hier auf dem Cover die Bandmitglieder abgebildet. Wir haben hier oben einmal Nord und Ost, dann haben wir unten West und Süd. In der Mitte lesen wir Hämatom X und dann haben wir noch einen FSK 12 Hinweis. Den werden wir an dieser Stelle mal wegmachen, denn wir haben hier zum Glück nur einen Sticker. So, das sieht das Ganze noch gleich besser aus. Und was man auch dazu sagen muss, das Ganze wurde geprägt. Also man kann hier wirklich sowohl die Schriftzüge als auch hier die Gesichter, die Masken erfassen. Das ist hier alles schön geprägt worden. 2004 X 2014. Auf der rechten Seite Hämatom. Hier wieder die Jahreszahlen. Und hier wieder Hämatom. Es klappert schon im Innenleben. Auf der Rückseite haben wir hier Hämatom Limited Freak Box 1500 Stück. Jawohl, die Box wurde auf 1500 Stück limitiert, wunderbar. Und wir haben hier sogar eine Seriennummer. Das Ganze wurde durchnummeriert. Meine Box ist in diesem Fall die Nummer 1369. Sehr schön. Also das würde ich mir generell für alle Boxen wünschen. Einerseits die Info über die Gesamtauflage und natürlich noch eine Durchnummerierung. Das ist echt schön gemacht. Dann lesen wir hier, geprägte Metallbox 24,5 x 31 cm, also einfach die Maße der Box. X Doppel-CD in geprägtem Metall-CD-Case. Handsigniertes 72-seitiges DIN A4 Fotobuch zur Band-Historie, in Klammer Querformat. Und Bonus-DVD Hämatom Videografie, also all das finden wir hier in dieser Box vor. Dann haben wir hier noch die Beteiligten, das Ganze ist erschienen über Rookies & Kings. Und dann haben wir hier noch einen Barcode. Okay. Nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, machen wir den Deckel mal ab. Hier kann man das auch nochmal sehen mit der Prägung. Wunderbar. Und dann kommen wir zum Inhalt, der hier zum Teil gepolstert war. Mit Hilfe dieser Luftpolsterfolie. Eventuell war das ursprünglich so im Eck, damit das nicht verrutscht. Aber ja, bei mir ist es etwas verrutscht scheinbar. Wir haben hier einmal das Album, das Doppelalbum in diesem Metallcase. Und zum Zweiten haben wir hier das Fotobuch, das historische Buch hier im Querformat. So, von innen die Box in Silber, ihr kennt das von diesen Metallboxen. Allerdings, was schon außergewöhnlich ist, ist die Größe. Also die meisten Metallboxen sind ja dann doch etwas kompakter. Die ist dann doch recht groß, dafür eher flach. Okay, so, wir packen die Box mal zur Seite. Und dann schauen wir mal hinein. Die beiden Sachen kommen hier ohne Folie, also umweltfreundlich verpackt das Ganze. Wir haben hier zum ersten Mal das Album, das Cover kennen wir bereits von der Box. Wir haben hier die vier Gestalten drauf und Hämatom X. Auf der Seite hier nichts zu lesen. Und auf der Rückseite haben wir nochmal die Tracklist, was heißt nochmal, die hatten wir noch gar nicht. CD1 11 Tracks, CD2 11 Tracks, also gesamt 22 Tracks. Und was gibt es zu dieser
Tracklist zu sagen? Wir haben hier einerseits ein paar neue Tracks, also wirklich unveröffentlichte Hämatom-Tracks. Dann haben wir neu aufgenommene Tracks, also bedeutet Hämatom-Tracks neu aufgenommen, neu gemixt und so weiter. Also quasi überarbeitete alte Hämatom-Tracks. Und wir haben auch Coverversionen. Wir haben hier unter anderem drauf Bilder im Kopf. Das Original ist ja von Sido oder Kids von Materia oder auch Geboren um zu leben von Unheilig, vom selben Stern, Ich und Ich. Also wir haben hier echt einige Klassiker aus den verschiedenen Jahren hier gecovert und auf CD2 dann hauptsächlich diese älteren Hämatom-Tracks, die hier nochmal neu aufgesetzt wurden. So, auch hier wieder Beteiligte und Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Das Ganze geht hier auf. Okay, scheinbar hat sich hier schon die CD verabschiedet. Das ist die CD. Spannenderweise CD2 steht hier. Okay. Dann haben wir hier ein Booklet und CD1. Gut, die sind hier schon durch die Gegend geflogen. Ja, das ist CD1. Mit dem großen X drauf. Ich werde jetzt einfach mal hier links reinpacken. Und dann die CD2. Sieht ident aus. Die packen wir hier mal in den zweiten Platz. Okay, nein, das hält eh. So, und dann kommen wir zum Booklet. Das Booklet auch hier wieder in schwarz bzw. grau und weiß gehalten. Wir haben hier den Track Teufelsvibe und Leichenpflaster unseren Weg. Ich glaube, das sind tatsächlich auch die zwei neuen Tracks, die hier zum ersten Mal mit dabei sind. Die sind hier komplett abgedruckt mit den Lyrics. Dann haben wir hier Nord. Okay, nein, es geht noch weiter. Wir haben noch weitere Lieder hier mit Lyrics. Dann haben wir Ost, den Gitarristen. Hier dann nochmals alle vier auf einmal abgebildet, in einer ziemlich mächtigen Eingangshalle. So, dann kommen wir zu Süd, dem Schlagzeuger. Und einer darf natürlich nicht fehlen, das ist West, der Bassist. Jawohl, zum Abschluss gibt es hier dann noch umfangreichste Credits. Das betrifft vor allem die Coverversionen. Genau. Dann haben wir noch die Credits zum Album an sich. Und eine Danksagung. Und hier nochmal die Tracklist. Okay. So, nachdem das hier keine eigene Stecktasche hat, packen wir es einfach hier mittig rein und kommen zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier dieses Fotobuch. Was lesen wir hier? 2004-2014 Hämatom bis hierher und weiter. Auf der Seite nichts. Ups, da kommt ein DVD raus. Okay. Hämatom 2014. Jetzt würde mich natürlich interessieren. Ah ja, denke ich mir noch. Hier ist die DVD rausgefallen. Wir haben hier nämlich noch eine DVD dabei. Das ist auch der Grund, warum wir hier einen FSK 12 Hinweis hatten auf der Box. Hier haben wir die Videografie von Hämatom mit drauf. Und die kommt hier in so einer kleinen Klarsichthülle, die ist hier mit eingeklebt in dieses Buch. Allerdings sieht es so aus, als hätte die CD hier unten das Ganze aufgerissen. Okay. Also ich werde die CD dann wieder reinpacken und dann vielleicht da unten mal mit einem Klebestreifen das Ganze wieder zukleben. Ja, schauen wir uns das mal an. Okay. So, wir kommen zum Buch. Insgesamt, was waren das? Ich glaube, 72 Seiten hat es geheißen. Es ist auch handsigniert. Wir haben hier die vier Unterschriften. Nord, Ost, West und Süd. Alle vier haben hier unterschrieben. Und dann schauen wir mal hinein. Was lesen wir hier? 2004 bis 2008. Nein. Ja, also. So sahen die Herrschaften hier ursprünglich aus. Also auch immer spannend zu sehen, wie sich so die Outfits und die Masken mit der Zeit so gewandelt haben. Und hier kann man dann im Detail sehen, wie sich das alles so entwickelt hat, wie die Outfits sich verändert haben. Ja, also hier gibt es jede Menge Fotos von Live-Auftritten, aber natürlich auch Backstage, hinter den Kulissen. 2008 bis 2010 Wut.
Und es gibt natürlich auch jede Menge Text hier mit dabei. Also nicht nur Fotos und Einblicke, sondern natürlich auch Text, der dem Fan erklärt, was in der damaligen Zeit so los war. 2007 bis 2011, Stay Crank. Ja, ist echt eine spannende Zeitreise. Hier kann man die letzten 10 Jahre Hämatom Revue passieren lassen. 2011 bis 2012. Wenn man vom Teufel spricht. Das habe ich euch ja vorgestellt, das Album. Die Box 2012 bis 2013, Schutt und Asche. bis 2014, Kein Zeitmensch. Die Box habe ich euch natürlich ebenso vorgestellt. Hier ein spannendes Foto. Hier waren die Jungs als Support von Rammstein mit dabei. Also, das ist natürlich auch eine ziemliche Ehre. So. Das war's. Hier zum Abschluss noch ein Foto der vier Jungs in Farbe. Und dann hier auch noch die Infos, die Credits zu diesem Fotobuch. Ja, sehr schön. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Fotobuch, 72 Seiten A4 im Querformat mit vier Unterschriften, also handsigniert von allen vier Bandmitgliedern. Mit dabei ist dann auch noch diese DVD, die Videografie von Hämatom. Und natürlich das Doppelalbum X mit insgesamt 22 Tracks in dem Metallcase. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box X von Hämatom. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Hämatom unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.